20, 40, 60, 80, 90, 110, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 38, 20. Hallo, ich grüße euch. Das ist unsere Ausbeute von unserem kleinen Ostermarkt. Ja, es ist kein Vermögen, aber ich denke mal, jeder Cent zählt. Ich werde das jetzt noch ein bisschen aufrunden und werde jetzt ins Tierheim fahren. Ich selbst habe heute gar keinen Termin, weil meine Kollegin kann nicht mit und ich telefoniere ja nicht gerne. Und die macht immer den telefonischen Termin und ich bin immer so ein Mensch, ich fahre immer einfach drauf los. Also ich fahre jetzt ins Tierheim und mal schauen, was mich da erwartet. Mal sehen, ob ich den Tierheimleiter erwische oder ob ich einfach irgendjemand die Spende geben muss, ist egal. Hauptsache das Geld kommt endlich ins Tierheim. Ja, ich habe allerdings schon gehört, im Tierheim Quedlinburg sollen zurzeit keine Meerschweinchen sein, was ja für das Tierheim gut ist. Und naja, ich schaue trotzdem jetzt mal vorbei. Wenn ihr Lust habt und wissen wollt, was draus wird, dann bleibt einfach dran. Bis gleich. Nochmal zählen hier. Ja, hallo, da bin ich nochmal. Also, ich bin ja vorhin ins Tierheim gefahren und habe die Spende übergeben. Es war das reinste Desaster. Ja, und warum? Ich habe schöne Aufnahmen gemacht im Tierheim von der Fundgrube und dann haben die auch noch so eine, ja, die haben Haufen kleine, so eine mini-kleinen Käfige. Und die kann man mitnehmen, also für eine kleine Gebühr kann man die mitnehmen für Bastler, die kann man ja als Schutzhütten umbauen oder wenn man so ein großes Gehege hat wie ich, dann kann man ja auch so einen Mini-Stall hier reinstellen als Rückzugsgebiet, das ist alles toll, das habe ich alles toll gefilmt, ich habe mich mega nett mit den Mitarbeitern unterhalten und die haben sich auch gefreut über die Spende, wir haben dann letztendlich 150 Euro abgegeben, ich habe dann noch ein bisschen aufgerundet. Ja, ich war auch im Nagerhaus, also wo die Kaninchen und Meerschweinchen, es gab gar kein Meerschweinchen, wie ich es ja schon erfahren hatte, ist ja auch alles gut, umso besser. Es waren drei Kaninchen dabei, zwei habe ich noch gefilmt, mega nett, ein kastriertes Böckchen, der war schon reserviert und ein Mädel war da. Ja, und warum war es nur das reinste Desaster? Ich habe alle Aufnahmen gemacht. Ohne Ton. Das ist typisch Frankie. Ja, ich habe irgendwie diesen Adapter nicht richtig angeschlossen und somit war überhaupt kein Ton. Ja, nochmal ist nicht. Es ist halt, wie es ist. Ja, und dann war heute überraschend schönes Wetter auf einmal. Und wir hatten ja am Wochenende wirklich nur Regen. Samstag nur Regen, Sonntag nur Regen.
Und das war wirklich, also es war mega, ehrlich. Und da habe ich mich heute natürlich gleich auf die Spur gemacht und habe einen Haufen Zweige gesammelt für die Meerschweinchen, was sie natürlich auch dankend angenommen haben. Wirklich Hunger haben sie gar nicht, weil sie wurden heute schon wieder von meiner kleinen Nachbarin verwöhnt. Das ist mein neuer Fan, will ich mal hoffen. Und gestern, auch bei dem Regen, wo es ja ein bisschen weniger geregnet hat, hat ihr Papa mit ihr in ihrem Garten auf dem Rasen den ganzen Löwenzahn ausgestochen. Und dann ist meine kleine Nachbarin rübergekommen mit ihrer Schubkarre und hat mir den ganzen Löwenzahn gebracht. Ja, und es hat ihr natürlich total viel Spaß gemacht. Und dann hat der Papa heute die andere Hälfte ausgestochen. Und als die Kleine aus der Kita kam, kam sie freudestrahlend mit ihrer Schubkarre und hat mir wieder ganz viel Löwenzahn gebracht und hat natürlich auch die Meerschweinchen gleich gefüttert. Und sie durfte das dann auch einfach so reinwerfen. Das war einfach toll. Dazu einfach jetzt mal ein paar Bilder, weil ich finde das einfach, ist mein jüngster Fan, 2 Jahre. Ja los, komm, wir fahren zu den Meerschweinchen runter. Die Jungs, wollen wir denen auch was geben? Ja. Mein kleinster Fan, ja? Bist du mein Fan, der lacht? Magst du meine Meerschweinchen? Ja, mag ich sie. Das ist ja toll. Ja, Stella? Ja, also gab es heute keine richtigen Bilder aus dem Tierheim Quedlinburg, aber ist ja egal. Hauptsache die Spende ist angekommen. Ich habe jetzt mit einer Notstation für Meerschweinchen Kontakt aufgenommen. Mal sehen, wann die sich melden. Das ist hier ungefähr 30 Minuten mit dem Auto entfernt von mir. Und ich würde da ganz gerne mal hinfahren. Also die haben wirklich auch viele, viele Meerschweinchen. Und ich würde die dann auch ganz gerne mal besuchen, mal sehen, ob das klappt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Am Samstag, wo es so dolle geregnet hat, war ich auf einer Messe gewesen, Heimtiermesse. Und ja, war irgendwie nichts für mich. Also es war mehr für Hund und Katz, ganz viel Futter und ganz viel Spielzeug für die Katzen, für Hunde. Und das war so Katzenausstellung. Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte gedacht, dass es auch ganz viel für Kleintiere ist. War halt nicht, aber ein Verein hat sich vorgestellt für Meerschweinchen und die hatten auch ganz viele Kuschelsachen gehabt und also auch hier für Hängematten und für Aufshäuschen legen, so Fließdecken und so, fand schon alles ganz cool. Und dann hatten sie diese Kuschelsäcke und dann hat die Frau mir eine tolle Geschichte dazu erzählt, das hat mir echt gefallen und deswegen habe ich jetzt auch einen mitgenommen, der auch gleich bei mir auch angenommen wurde. Also die Dinger sind wirklich, finde ich schon eine coole Sache. Die mögen das ja sowieso, das wisst ihr ja. Aber auch wenn man zum Tierarzt fährt, dann kann man so einen kleinen Kuschelsack mit in die Transportbox legen. Und da finden sie ja Schutz drin, die Meerschweinchen, und das beruhigt sie auch. Also so ein Kuschelsack ist echt eine coole Idee. Also, vielleicht kenne ich ja irgendwen, der nähen kann. Naja, mal sehen. Das wollte ich euch unbedingt noch erzählen mit diesem Kuschelsack. Also das fand ich schon witzig, die Idee. Und die Meerschweinchen mögen das natürlich auch. So findet man immer irgendwo was. Joris, du zeigst dich aber von der besten Seite, wa? Du bist der Größte hier. Nein, noch nicht. Kalle ist immer noch der Boss. Ja, auch wenn du es dir anders wünschst. Ich hoffe, euch hat trotzdem die Geschichte vom Tierheim und von meiner kleinen Nachbarin gefallen. Wenn ja, erzählt es weiter. Lasst diesen kleinen Kanal weiter wachsen, damit wir vielen, vielen Meerschweinchen noch helfen können auf dieser Welt. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden, wie immer mit den Worten, liebe Grüße, euer Frank. Ja, Stella, bist du müde? Vollgefressen. Alle seid ihr vollgefressen. Ich habe auch noch Grünes mitgebracht. Ja.